Na hallöchen alle zusammen, mein kleiner Zwischenbericht. Es geht voran, jetzt komme ich endlich dazu, mal ein bisschen Gas zu geben. So also eine grundsätzliche Sache, wie macht man die Dinger hier fest? Im Internet findet man immer gute Werbung hier für diese Vollgewindeschrauben, dass man dann keine Winkel braucht. Die ziehen sich dann quasi hier so richtig rein und verbinden das Holz miteinander. Allerdings, wenn ich das jetzt mache ohne einen Winkel, dann tut sich beim Anheben, beim Anschrauben, zieht sich das hier nicht richtig bei. Da ergibt sich so ein Millimeter noch was, wo dann Luft ist und das ist natürlich Kacke. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, auf der einen, also mit Winkeln, hier sieht man es denn mal, und noch zusätzlich die Vollgewindeschrauben reinzuhauen. Nur mal so als kleiner Tipp, das soll ja schon irgendwie richtig fest sein und nicht beim ersten Stürmchen weggeweht werden. Ich sehe, eine versenke ich dann hier komplett. Das ist jetzt hier die Vollgewindeschraube, die geht dann hier schon ins richtig rein, bis in den Balken unten drunter. Und dann zusätzlich kommen jetzt noch die Winkel ran. Jo. Eigentlich wollte ich auf Winkel weitestgehend verzichten, weil das auch immer noch mal ein Faktor ist, wo sich dann Feuchtigkeit sammeln kann. Aber es hat sich gezeigt, es ist doch um einiges stabiler und stärker, wenn ich mit Winkeln arbeite und zusätzlich die Vollgewindeschrauben. Nur so ein kleiner Tipp, derjenige, der auch mal sowas angeht. Alles klar, ich melde mich, wenn es wieder ein bisschen mehr zu sehen gibt. Viele liebe Grüße. Bye.